Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX mit von Nöher Gameplays als Hobby. Und jetzt erfüllen wir den Wunsch von einer anderen Abonnentin von mir, nämlich Talia Burner. Und sie hat sich gewünscht, dass ich mit Impoleon mal kämpfe online, weil man den so selten sieht oder gar nicht. Und genau das ist mir auch schon aufgefallen. Da hatte ich mir auch schon gedacht, okay, Mensch, mit dem müssen wir doch mal trainieren. Weil den kaum jemand spielt, wäre das doch eigentlich ein toller Charakter, mit dem man spielen könnte. So Überraschungseffekt, keiner rechnet mit dem, weißt du? Es ist trotzdem nicht so leicht, mit ihm zu kämpfen, aber wir versuchen es natürlich. Wir wollen ja auch hier die Wünsche respektieren und erfüllen, so gut es geht. Wir suchen den ersten Gegner mit Impoleon. Wen haben wir da? Der Nee. Aus Italien. Ja, nee, oder? Mit Klippunkel und 60 Siegen. Schauen wir mal, wie der mit Klippunkel kämpfen kann. Ich hasse Klippunkel. Einmal als Gegner und einmal selber als Charakter, weil ich mit dem überhaupt nicht klarkomme. Aber Klippunkel sieht man dementsprechend auch selten. Geht doch, 1-0. Geht doch besser, als ich dachte. Aber ich glaube, der hat selber auch null Ahnung, wie es mit Klippunkel vorwärts geht. Denke ich zumindest, ich weiß es nicht. Voll unter ihn drunter gesaust. Ich hasse diese Kugel. Woo. Hey! Talia Burner, ich habe den ersten Kampf gewonnen. Okay, sehr schön. Klippunkel ist einfach schwierig. Aber ich kann mir denken, dass gerade ausgerechnet der bestimmt der beste Pokémon-Partner generell hier bei Pokémon Tekken wäre, wenn man wirklich so 100% sich mit ihm auskennt und klarkommt. Aber ich glaube, das kann so gut wie keiner. So, ich weiß allerdings gar nicht, was ich bei ihm jetzt erhöhen sollte. Aber ich glaube, einfach Verteidigung. Juhu, 20 Pokégold. Brauche ich nicht. Gibt nichts mehr Schönes, was ich mir kaufen könnte hier bei dem Spiel. Okay, wir suchen den nächsten Gegner. Sehr schön, das war ein guter Start. Der Erik aus Spanien mit Mewtwo. 41 Siege. Siegesgarant. Auch Gruppe D5. Okay. In Geisterkarneval. Hallo Impoleon. Zuverlässig wie immer.
Oh gut, fast wie immer. Bis jetzt war es zwar, aber mal gucken, abwarten. Ah, scheiße, die Attacke kam ja gar nicht kontern, stimmt. Klappt doch ganz gut. Ich habe auch übrigens mit dem schon heimlich mal trainiert, Talia Burner, weil ich, wie gesagt, denselben Gedanken hatte wie du, dass man den echt selten mal im Online-Modus sieht. Und das habe ich dir geantwortet im Kommentar. Da habe ich mit dem schon heimlich im Nachtdienst letzte Woche trainiert. Na? Was ist denn jetzt los? Geht doch. 2-0. Hey, den zweiten Kampf gewonnen. Gut, ich habe jetzt keine Gegner mit über 100 Siegen, aber wir haben ja schon einige Spiele gesehen, wo ich sogar gegen welche verloren habe, die 10 Siege nur hatten und ich schon über 150. Das mag als nichts heißen und ich... Ja, Impoleon. Wunderbar. Ich keine Stufe 36. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ich mit dem jetzt ein paar Siege reinhole direkt am Anfang. Wie gesagt, vielleicht kennt den kaum jemand als Gegner, weil der halt so selten ist und da wissen die Leute nicht, wie man gegen den kämpfen soll. Kann ja sein. Wieso auf jeden Fall den letzten Gegner für diese Aufnahme? Ein Computerkampf. Nachtare brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Okay. Neue Herausforderer. Wen haben wir da? Police Frog. Okay, aus Amerika mit 340 Siegen und Schatten Mewtwo. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall wieder eine größere Herausforderung, sehr wahrscheinlich. Gruppe C3, auf jeden Fall. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir den auch noch irgendwie zurechtbiegen können. Da hat mein Konter nichts mehr gebracht. Ach ja, der Schatten-Mewtwo, der ist schon mies. Der nimmt mich regelrecht auseinander hier. Na gut, okay. 1-0 für Police Frog. Von dem Poli... Frosch, vor der Froschpolizei, ja. Also, wie kommt man auf so einen Namen? Bitte warten.
Eieieiei. Nee, da hat man doch keine Chance hier. Schade, das Greifen hat nichts mehr gebracht. Okay. Das hätte ich vielleicht noch schaffen können. Aber gut, okay. Ich meine, wir haben die ersten zwei Kämpfe haben wir gewonnen. Mit Impolea. Und das ist doch schon mal beeindruckend gewesen, denke ich mal. Genau, setz dich erstmal hin. Ruhe dich aus. Ist euch eigentlich aufgefallen, kein einziges Pokémon sagt seinen Namen wie in der Serie, außer Pikachu und Wester Pikachu. Die machen Pika, Pika und sowas. Aber keiner sagt zum Beispiel Impoleon, zum Beispiel Imp, Imp oder so, keine Ahnung. Die können ja eigentlich nur ihren Namen sagen. Aber sonst tut jeder nur machen oder sowas. Nur die nicht. Alles klar, das waren drei Kämpfe mit Impoleon. Tolle, Herr Burner, ich hoffe, es hat dir gefallen. Also mir hat es gefallen, die ersten zwei Kämpfe haben wir gewonnen, das ist gut gelaufen. Vielleicht läuft es übermorgen auch wieder besser mit Impoleon. Auf jeden Fall, viel Spaß noch bei mir auf YouTube und mit meinen anderen Let's Plays auch. Ich hoffe, es hat euch hier so weit gefallen, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lässt und vielleicht ein Abo, falls ihr mich noch nicht gekannt habt. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Teil wieder oder woanders. Das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit von Lyria Gameplays als Hobby und auf Wiedersehen. Tschüss.